Hallo und herzlich willkommen zum neuen YouTube-Film von mir. Und zwar geht es diesmal ums Frühjahrsangeln in Italien. Und wir sind aktuell am Po Mittellauf unterwegs. Und wir probieren unsere Frühjahrswara zu überlisten. Viel Spaß beim Zuschauen. So, ihr seid diesmal dabei beim Auslegen. Wir haben schon den Stein unter. Die Route kommt jetzt aktuell auf 2 Meter, so wie ihr hier seht. Wir sind eigentlich ziemlich flach. Das ist reines Sandbankangeln, was wir hier machen. Moment, lasst euch nicht täuschen von der Sonne. Es ist zwar ziemlich warm, aber nachts, die Nächte sind noch kalt. Heute Morgen gab es Frost. Jetzt setzen wir die Route aktuell, weil hier ziehen die Meeresche durch. Haben wir so schön in der Kante von 1,50 reinsetzt. Schön und flach. Mal schauen, ob heute Abend wieder geht. Wenn was kommt, seid ihr dabei. Das Ding, erster 2 Meter Fisch. Sieht ganz verschlafen aus. Schön. Komm, weiter. Den kriegen wir hoch. Und die rote Teufel haben wieder zugeschlagen. Jawohl. Ja, da stellt er sich hin und ruht sich nochmal aus. Jawohl, gut. Im Hintergrund daneben sind schon die nächsten Räuber unterwegs. Und das Ding hier im Drill. So, der Fisch zieht uns auch wieder schön flussab. So,
So, guck mal. Hier im Drill seht ihr die Wildcats-Route. In 3,5 Meter. Jawohl. Hier kämpft einer. Da kommt wieder das Vorfach. Und da geht wieder das Vorfach. Da kommt das Vorfach und geht. Der Fisch, der ist richtig. Der hat noch mehr Dampf wie der letzte. Hm? Jawohl. Der will noch nicht. Der will noch nicht. Ich würde sagen, dass den heute Nacht ist jetzt zum zweiten Mal dein BB gefallen. Hm? Das sieht schwer, schwer danach aus. Da habe ich jetzt gerade die Schwanzflosse gesehen von ihm. Da unten ist die Schwanzflosse. Und was für Paddel. Guckt euch das Paddel an. Guckt euch wieder, das ist wieder eine Wahnsinnfisch. Und er will immer noch nach unten. Und weg ist er wieder. Zieht er uns da rum. Er zieht uns wieder raus. Richtiges Karussell. Richtiges Karussell. Kurz war er oben, habt ihr gesehen, die Schwanzflosse vom Fisch und schon ist wieder alles weg. Der will nicht hoch. Oh, da kommt er langsam. Das ist wieder nur die Schwanzflosse. Das ist ein guter Fisch. Da kommen schon die kleinen roten Teufel. Ich finde der Fisch daneben rum. Er will aber seinen Kopf noch nicht zeigen. Er will sein Gesicht noch nicht zeigen. Der Fisch will sich nicht zeigen. Der Kopf. Guckt euch den Fisch an. Guckt euch das Paddel an. Da ist er. Guckt euch das Vieh an. Was für ein geiler Fisch. Jawohl. Ja. Und die Mikros waren es wieder. Absolut geiler Fisch wieder. Und die Mikros. Zwei Stück. Sauber. Schöner Fisch heute Nacht für Dustin. Schöne Granate. Petri, zu deinem neuen PB. Geiles Ding. Schöner Fisch. Jawohl, der darf jetzt auch wieder zurück in die Freiheit. So, und unsere Schnüre, die tun wir fix umlenken, flussaufwärts. Indem wir hier fix umlenken haben, ganz leichte, stecken wir einen Bambusstab. Dann könnt ihr das machen. Schnur läuft in den Winkel zu unserem Angelplatz.
wo wir fischen. Und jetzt geht es auf den direkten Weg auf den Angelplatz zurück. Das machen wir diesmal nicht per Boot, sondern das machen wir zu Fuß, weil es einfacher ist. Früher Morgen, vor dem Kaffee, der nächste Volleinschlag. Ist mal in der Packung drin. Das war wieder ein guter Fisch. Hinten geht die Sonne auf. Hervorragend. So soll es sein. Sauber. Cooler Fisch, Petri. Vielen Dank. So, der darf jetzt wieder zurück in sein Element. Der Schöne. Jawohl. Perfekt. Tourende in Italien. Eine Woche liegt hinter uns. Mit guten Fängen. Boot kommt aus dem Wasser. In zwei Wochen sind wir wieder hier. Dann starten wir wieder von vorne auf ein neues. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Wolfgang.